Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans auf der EICMA. Hier am Stand von Husqvarna gibt es natürlich sehr coole Enduros, super coole Motocross-Motorräder, aber auch eine extrem geile Studie. Neben mir der Oliver Göring, Geschäftsführer Husqvarna weltweit. Und lieber Oliver, du kannst mir jetzt was über die neue Wittbilen 701 erzählen. Ich kann dir natürlich was über die ganz neue 701er Wittbilen erzählen. Grundsätzlich, wie du siehst, tut sich einiges bei Husqvarna, seit wir 2013 Husqvarna übernommen haben und die Produktion nach Mattighofen verlagert haben. Wir hatten letztes Jahr die 401er präsentiert als Konzeptbike. Das werden wir bereits im Frühjahr 2017 beim Händler sehen. Dieses Bike ist jetzt natürlich dann der nächste Schritt, wo wir unsere ganz eigene Linie getreu der Husqvarna Brandphilosophie auf den Markt bringen werden. Das heißt, extrem minimalistisch, ganz glatte Linien, typisch Husqvarna. Die 401er kommen dann, das heißt, das wird auch fix in etwa so ausschauen? Naja, wir werden uns natürlich äußerste Mühe geben, dass die 401er und ganz wichtig auch die 125er Wittbilen, die kommt nächstes Jahr, wie gesagt, im Februar 2017 zu dem Händler. Die werden sehr, sehr nahe an dem Konzeptbike sein. Natürlich werden wir auch hier versuchen, sehr, sehr nahe am Konzeptbike zu bleiben. Wie du siehst, das ist ein mächtiger Singlezylinder, pures Straßenbike. Und wenn wir sagen pur, dann meinen wir auch pur. Purer geht es nicht, weil es ist eine ziemlich enge Linie zwischen zu wenig und zu viel. Und wir denken, dass wir es da ziemlich genau erwischt haben. Das heißt, super leicht. Super edle Komponenten, Carbon Fiber Rear Frame. Wir haben extreme Leistungen in dem Einzylinder und natürlich auch ein super handliches Fahrverhalten. Das heißt, als Basis dienen die beiden neuen 701er Supermoto und Enduro. Werdet ihr am Motor da noch was machen? Ein bisschen was. Es geht immer ein bisschen was, gell? Genau, ein bisschen was geht immer. Ja, Oliver, vielen Dank. Wie gesagt, Design einmalig, unglaublich geil. Und ja, wenn wir da Husqvarna Glauben schenken dürfen, dann wird das so in etwa auf die Straße kommen. Oliver, vielen Dank für dieses Geschenk und vielen Dank für das Interview. Bitte gerne.